Der ukrainische Militärgeheimdienst hat sich zur Ermordung des Sicherheitschefs des Kernkraftwerks Saporischschja bekannt. Die Agentur veröffentlichte auf ihrem Telegram-Kanal ein Video mit einem explodierten SUV. Stunden später bestätigte das russische Untersuchungskomitee, dass Andrei Korytkin getötet wurde. Die Ukraine erklärte, Korytkin sei ein Kriegsverbrecher und habe freiwillig mit Moskau kollaboriert, nachdem Russland die Kontrolle über die Atomanlage übernommen hatte. Unterdessen wurden mindestens drei Menschen, darunter ein sechsjähriges Mädchen, getötet, als im nordukrainischen Dorf Hirsk ein mit Flüssiggas beladenes Auto bei einem russischen Angriff getroffen wurde. Nach Behördenangaben explodierten durch den Treffer Gasflaschen und verursachten ein Feuer, das auf ein nahegelegenes Haus übergriff. In der Ostukraine haben die Bewohner von Pokrovsk mit der Reparatur ihrer Häuser begonnen, nachdem russische Angriffe große Schäden verursacht und vier Menschen verletzt hatten. Nach Aussagen der örtlichen Polizei warf das russische Militär dort sechs Bomben ab, die ein mehrstöckiges Gebäude, drei Häuser und ein Geschäft beschädigten. Die israelische Armee hat eine weitere Serie von Luftangriffen auf die südlichen Vororte von Beirut geflogen. Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff gegen Mitternacht dem Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes. Zudem seien, so hieß es von israelischer Seite, in den letzten 24 Stunden 100 Hisbollah-Kämpfer getötet worden. Seit Israel seine Luftangriffe im September verstärkte, wurden rund 1.400 Libanesen getötet und rund 1,2 Millionen aus ihren Häusern vertrieben. Unterdessen hat das US-Militär mehrere Ziele der Houthi im Jemen angegriffen und dabei Waffensysteme, Stützpunkte und andere Ausrüstung der Rebellen ins Visier genommen. Nach Angaben der Houthi trafen sieben Angriffe den Flughafen in der Stadt Hodeida und das Gebiet Kataib, in dem sich eine Militärbasis befindet. Erst wenige Tage zuvor hatten die mit der Hezbollah und der Hamas verbündeten Houthis mit eskalierenden Militäroperationen gegen Israel gedroht. Nachdem mindestens 16 Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben gekommen sind, ist über Bosnien der Notstand verhängt worden. Vom Hochwasser sind mehrere Städte und Dörfer in der Mitte und im Süden des Landes betroffen. Rettungsdienste meldeten mehrere Menschen als vermisst und riefen Freiwillige zur Hilfe auf. Die Straßen sind gesperrt und Häuser ohne Strom. Verteidigungsminister Sukan Heles sagte im Regional-TV-Sender N1, dass Truppen zur Unterstützung entsandt wurden. Rettungsdienste, unter anderem in der Stadt Jablanica, meldeten nächtliche Stromausfälle. Mobiltelefone hatten keinen Empfang. Schwere Regenfälle und starke Winde wurden auch aus dem benachbarten Kroatien gemeldet. Die Hauptstadt Zagreb bereitet sich darauf vor, dass der Fluss Sava über die Ufer tritt. Ähnlich ist die Lage in Slowenien, wo heftige Regenfälle drei Flüsse über die Ufer treten ließen. Sintflutartige Regenfälle wurden auch aus Montenegro gemeldet. Dort sind ganze Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten. Bestimmte FIFA-Regeln für internationale Spielertransfers verstoßen gegen das EU-Recht, so das oberste Gericht der Europäischen Union. Der Europäische Gerichtshof fällte sein Urteil nach einer jahrzehntelangen Klage des ehemaligen Fußballspielers Lassana Diarra. Demnach behindern bestimmte FIFA-Regeln die Freizügigkeit von Fußballern, die ihre Karriere bei neuen Vereinen fortsetzen wollen. 2013 unterzeichnete Diarra einen Vierjahresvertrag mit dem russischen Verein Lokomotiv Moskau, der jedoch aufgelöst wurde, nachdem Diarra angeblich mit Gehaltskürzungen unzufrieden war. Lokomotiv Moskau beantragte bei der FIFA eine Entschädigung und das Schiedsgericht befand, dass Diarras Entlassung auf einem gerechten Grund beruhe. Der Spieler wurde aufgefordert, dem Verein Millionen von Euro zu zahlen. Diarra behauptete, seine Suche nach einem neuen Verein sei durch die FIFA-Regeln behindert worden, die besagen, dass jeder neue Verein für die Zahlung einer Entschädigung an Lokomotiv mitverantwortlich ist. Die FIFPro, die Gewerkschaft der Fußballspieler, begrüßte das Urteil des Europäischen Gerichtshofs.